Ich spiele in der zweiten Rakete einen Typen, der Manuel heißt erstaunlicherweise. Und der uns sein Leben ringt, weil er immer zu spät ist. Und seine beste Freundin eigentlich liebt. Das ist sehr bitter. Und hat zum Glück einen wunderbaren Freund, den Detlef, und der hilft mir da. Du bist ein Spinner. Und du brauchst ein paar Abenteuer jetzt. Aber hallo. Bozen ist Knaller. Bozen ist Knaller. Gleich nach dem Franz wäre es unpassend gewesen, jetzt trifft sie im Bozen sein. Ich meine Bozen. Es gibt kein New York mehr! Leck mich am Arsch. Naja, das Besondere am Manuel ist, dass er vielleicht hoffentlich eine... sowas bin ich eine Identifikationsfigur für eine Generation der jetzt 30-Jährigen sein könnte, die in eine schwierige Zeit, also ist natürlich, soll nicht jammern, aber irgendwie gibt es so viele Möglichkeiten, was zu tun. Gleichzeitig ist es eine konservative Zeit, weil alle Angst haben und so. Und das ist natürlich überhöht, weil das Film ist. Aber irgendwie so diese Orientierungslosigkeit gepaart mit einer gewissen Selbstironie und mit einem Hang zur Romantik, macht ihn irgendwie aus. Mariam Gestade ist einfach sehr eng. Das war ein sehr bezeichnender Drehort, weil wir inklusive Kamerafrau, glaube ich, es hatten nicht mehr als 4 Menschen Platz. Ich war bei der Szene zu dritt. Und die Lena Koppe, die Kamerafrau, hing wirklich, das hat mir wirklich Sorge bereitet, über der Brüstung. In 140 Metern Höhe, muss man sich mal vorstellen. Schaut dann alles so einfach aus, aber spektakulär. Und nicht zuletzt war ein toller Drehort, wo wir mit der fantastischen Selbsthilfegruppe, wo ich jetzt keine namentlich hervorheben möchte, weil sie alle toll sind, den großen Showdown des Films hier hinter uns im Technischen Museum gedreht haben. War auf jeden Fall sehr, sehr fein hier, sehr lustig, sehr lange Nächte, weil wir immer erst drehen konnten, wenn das Museum zu. Nachts im Museum, möchte ich sagen. Aber das ist, glaube ich, das, was diesen Film auch ausmachen wird. Dass ein verhältnismäßig junger Mensch so an seinen Idealen wie, was lustig ist, was eine Vision ist, wie ein Film auszusehen hat, festhält. Und das finde ich gut.